Willkommen zu NuSlam. Gilbert Melendez unterschreibt einen Vertrag bei Bellator. Der noch UFC-Kämpfer und ehemalige Strikeforce-Champion wechselt den Veranstalter. Da sein Vertrag bei Zufa, dem Unternehmen hinter der UFC, ausgelaufen ist, kam es zu Vertragsverhandlungen. Diese sind gescheitert und Bellator machte Gilbert Melendez ein besseres Angebot. Das bedeutet aber nicht, dass er jetzt komplett von der UFC weg ist, denn die UFC kann ein Gegenangebot machen, weil sie Gilbert Melendez immer noch unter Vertrag haben. Aber man bezweifelt, dass die UFC das macht, weil Gilbert Melendez zu viel Geld laut UFC haben möchte. Ich bin sehr gespannt auf das Thema, weil vor einigen Wochen schon sein Teamkollege Nate Diaz meinte, dass die UFC einfach zu wenig zahlt. Und vielleicht bringt das ja einen kleinen Trend mit sich mit, dass immer mehr Top-Leute zu anderen Veranstaltern wechseln. In Natal, Brasilien, wurden zwei MMA-Kämpfer innerhalb von 2 Tagen erschossen. Dass Brasilien ein hartes Pflaster ist, ist bekannt. Und dass es immer wieder zu Raubüberfällen kommt, ist auch bekannt. Dass es aber so weit kommen muss, ist immer wieder traurig. Selbst Peter Sobotta hatte erzählt, dass er in seinem Aufenthalt in Brasilien überfallen wurde. Ob es sich an geplante Morde an Kämpfern handelt oder ob es reiner Zufall ist, ist nicht bekannt. Sicherlich kennt jeder das Lied Racquetball von Miley Cyrus von euch. Es läuft ja auch im Radio rauf und runter. Nun gibt es quasi eine MMA-Version von dem Song, und zwar von Mark Munoz. Dieser verarscht das Video von Miley Cyrus mit sehr viel Humor und MMA-typischen Attributen. I wrestled at OSU. I'm a Filipino wrecking ball. I always hit so hard and strong. All I wanted was to break your skull. And all you do is test me. Yeah, you test me. Wer sich das Video in kompletter Länge reinziehen möchte, der Link ist in der Beschreibung. Diesen Samstag startet No Compromises FC 3. Wer das Event gerne besuchen möchte, Karten sind noch an der Abendkasse zu haben. Mehr Infos darüber in der Videobeschreibung. Das war's mit NuSlam. Haut rein!